Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1404. Wir sind wieder zurück am Start. Und letzte Session haben wir diverse Sachen gemacht. Wir haben, glaube ich, auch sogar noch ein neues Bedürfnis freigeschaltet für die Gesandten. Und zwar, ich glaube, es war ein Badehaus, ne? Genau hier, Badehaus. Stillt das Bedürfnis nach Vergnügen? Ah, und wir brauchen das beides nach Besitz. Das heißt, wir brauchen Duftwasser und Badehaus jetzt ab sofort. Ich sag mal, so wie es ist, warum nicht? Das können wir doch anbieten. Gehen wir wieder rüber. Wobei, bevor wir rübergehen, machen wir den Noria hier, zack. Geld sieht gerade eher so meh aus, also echt bescheiden. Ja, du kannst mal neue Sachen verkaufen gehen, bitte. Geld sieht echt bescheiden aus, auch vor allem, weil wir nur 17.000 haben. Das ist nicht viel. Badehaus ist aber eine einmalige Sache, aber gib das Geld. Muss ja, oder? Warte. Können wir uns theoretisch leisten? Leckt denn das hier gerade so? Warte mal. Ja, jetzt geht's. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall mindestens zwei Stück bauen. Eins da und eins da. Muss ich aber für Häuser abreißen. Das ist immer ungeil. Moschee möchte ich nicht abreißen. Auch gute Frage. Eigentlich müssten wir es hier reinsetzen, sind wir ganz ehrlich. Das Ding ist, es hat wirklich eine sehr unhandliche Größe. Ihr seht das. Das ragt gerade so rüber, sodass ich sogar noch eine weitere Häuserei abreißen müsste. Fühle ich jetzt nicht. Kann ich das nicht irgendwo anders reinbauen? Warte. Hier. Hier würde ich machen. Ist direkt am Marktplatz dran, drauf geschissen. Komm. Bauen wir auch direkt mal hin, damit wir direkt das Bedürfnis stillen können. Als Sicherheit. Ja, so langsam wird das dann schon teuer, das zu bezahlen. Aber gut. Wäre natürlich jetzt wunderbar. Das jetzt mehr Geld? Gefühlt nicht, ne? Gefühlt nicht, aber ich habe jetzt auch gerade nicht drauf geachtet. Warte mal. 2800. Das bringt gar nichts. Ja, ist okay. Weißt du, wie unterhalb, wie kostet das? Wie viel? 50. Ja, hier, ich gönne euch hier absoluten Luxus, ja, um hier mal reinzustarten. Und so dankt ihr mir das. Nicht mehr mit einer Münze mehr. Das ist frech. Das ist offiziell frech. Kann ich gar nicht glauben. Ey. So genau, Kerzenständer haben wir auch schon gemacht. Wein läuft auch soweit. Brillen haben wir jetzt in der letzten Session ordentlich verkauft, weil das richtig Asche bringt. Hoffen wir natürlich, dass sich das alles schneller wieder füllt, damit wir wieder verkaufen gehen können. Ist ja klar. Und wir haben mit der Kathedrale angefangen. Gut voran. Alles läuft bestens. Das, was er sagt. Haben sogar den Platz noch letzte Folge hier fertiggestellt mit den beiden Statuen. Finde ich, kann sich mittlerweile sehen lassen. Steinstraßen haben wir auch so gut wie überall gesetzt. Auf jeden Fall auf dieser Flussseite. Uns fehlt das noch ein bisschen, aber wie gesagt, wir müssen jetzt gerade echt ein bisschen die Moneten beisammenhalten. Zumal dem wir nicht mal mehr so viele Sachen verkaufen können. Ja, auch das gab jetzt 16.000, ist nicht schlecht, aber das ist auch wahnsinnig schnell wieder weg, nehme ich an. Mit anderen Worten, wir brauchen mehr Häuser. Ne? Habe ich ja, glaube ich, auch noch in der letzten Session einmal gesagt, dass wir wieder mehr Häuser bauen müssen. Und das gehen wir jetzt einmal an. Haben ja hier noch ein bisschen Platz. Den kann man dann auch einmal nutzen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So. Haben auch wieder so eine Dreierreihe. Bauen wir dann direkt. Ja, wobei Steinstraßen haben wir nicht so viel. Wir machen erstmal mit Erde weiter. Der Sandsturm hat sich wieder gelegt. Stimmt, wir hatten einen Sandsturm. Lass mal da jetzt auch ganz schnell mal raufschauen. Es sind bestimmt viele Sachen kaputt bei unserem Glück. Hier, warte mal. Oh! Das ist erfreulich. Die müssten eigentlich alle produzieren. 46% halte ich für ein Gerücht, das Ding. Warte mal, backt das? Ah, jetzt breitet sich das wieder aus, okay. Hier oben kommt gar nichts mehr an. Ah, theoretisch könnten wir noch eine Noria bauen. Ja, ist halt sehr teuer, ne? Ah, komm, bauen wir mal. Was soll's. Okay. Wie gesagt, mehr Häuser. Sag mal, jetzt aber die Norias geben gerade richtig Gas hier. Einer nach dem anderen wird gerade leer. Das ist ungünstig. Haben wir aber irgendwas auf... Warte mal. Ach, euch haben wir euphorisch, damit ihr euch aufwertet, ne? Einige sind auch möglich. Die gehen alle nicht. Ja, warte. Da bauen wir doch gerne mal eine Kirche hin. Zwar kommt noch eine große Kathedrale, aber bis die Pferde hier ist, ne? Darüber will ich gar nicht reden. Das wird noch dauern. So, Bücher, Werkzeug, Bücher und Werkzeug, alles klar. Kommen wir hinten auch rüber. Also einmal Bücher. Hier. Und Werkzeug.
Mal für eine extra neue Linie, ne? Warum nicht? In anderen Worten, wir reißen das hier drüben einmal ab. Ja, die haben zwar schon ein bisschen Ressourcen drin, aber das ist jetzt nicht dramatisch. Wir haben ja davon generell viel übrig. So. Bam. Und weg damit. Haben wir wieder ein bisschen Bauplatz. So. Dann einmal weitere Häuser. Da werden wir jetzt erstmal ein paar machen, tatsächlich. Aber wie gesagt, das Geld muss reinkommen. Also das sieht gerade echt nicht rosig aus, um das mal freundlich auszudrücken. Das sieht nicht gut aus. Machen wir hier mal wieder so eine cleane Linie, würde ich sagen. Zack. Bam. Bam. Ich will mal hier die Wege verteilen, wobei das auch nicht günstig ist, ein paar Wege zu bauen, warum auch immer. Naja. So. Einige Häuser haben wir jetzt gebaut, aber die müssen sich doch, genau, aufstiegsbereit. Das sollte so langsam losgehen. Wie sieht es hier oben aus? Ja. Ihr Glauben fehlt, ne? Und ich kann mir diesen Acker kaufen, anstatt ihn nur zu pachten. Ja, durchaus ist das möglich. Das sind natürlich Ambitionen, aber gefällt mir. Ambitionsreiche Leute sind immer gern gesehen. Bauen wir auch nochmal eine Kirche rein oder eine Kapelle vielmehr. Gönnt euch. Damit können die auch schon mal aufsteigen hier. Damit wir mehr Bürger bekommen, also mehr Geld von den Bürgern. Und dann machen wir die Bürger zu Patriziern. Ihr wisst ja, wie es läuft. Und die Patrizier dann zu Adligen. Wobei dann wahrscheinlich so langsam die Ressourcen ausgehen werden, weswegen wir wahrscheinlich nachbauen müssen. Und wir brauchen Kerzen. Offiziell. Okay. Mit welchem Geld ist die Frage? Weiß ich nicht. Wie es scheint, hat diese Produktionsstätte keine geeigneten Rohstoffvorkommen in ihrer Umgebung. Aber wo denn? Ich meine, er meint den hier, aber ich bin... Okay, das war eine komische Anzeige. Wir brauchen auf jeden Fall Honig. Kommt zum Erliegen. Mehr Kerzen, mit anderen Worten. Oder generell mehr... Ja doch, mehr Honig erstmal, never mind, ja. Führt kein Weg dran vorbei. Ich merke schon, hier kommen wir so langsam an unsere Grenzen. Die Reichweite betrifft, da müssen wir, glaube ich, ein neues Gebiet erschließen. Ist hier noch eins denn? Schön wär's. Nein, es passt... Wobei, lass mal ein bisschen... Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Sag niemals nie. Warte, warte, warte. Nichts, was nicht, was nicht hinzubekommen ist. Na, okay, so nicht. Komm schon, einmal geht doch noch, oder? So, zwei... Drei. Na gut, dann mal was anders. Nein. Ja, hier. Und dann mal nochmal hier zwei Stück, oder? Guck mal an. Wunderbar. Sollte hoffentlich reichen. Und vielleicht können wir sogar noch eine weitere Kerzenzieherei bauen. Mit etwas Glück. So, Geld ist nicht mehr so ganz hart im Minus. Wobei wir nur noch 5000. Das ist nicht so nice. Verkauf das mal bitte. Durch die Speicherstadt, die wir in der letzten Session fertig gebaut haben, haben wir natürlich jetzt auch wesentlich mehr Kapazitäten, was generell Rohstoffe betrifft. Das ist sehr, sehr praktisch, um ein bisschen auch was anzusammeln. Ist, kann nicht schaden auf jeden Fall. Unfälle auf der Baustelle. Ihr müsst euch eure Präferenz. So, Geld ist Geld, auch wenn das jetzt nicht so viel ist wie 16k, aber wir nehmen es auf jeden Fall. Wir haben es nötig, was soll ich sagen? Bisher gab es keine ernsthaften Unfälle auf der Baustelle. Wunderbar. Ihr seid zu klug, um diesen Auftrag abzulehnen. Was heißt zu klug? Wahrscheinlich auch zu in finanzieller Not. Gibt das Geld? Wow. Ganz ehrlich, das ist frech. Das ist schon wieder frech. Aber es sind in Anführungszeichen nur drei Kriegsboote. Also das ist relativ sogar noch entspannt. Ihre Schiffe haben die Blockade erfolgreich beendet. Deswegen gibt es auch nicht so krassen Stuff. Naja. So, kannst du wieder Sachen zum Verkaufen holen. Es gibt ja noch ordentlich Asche. Na komm, Eisen dürfte hoffentlich ein bisschen was geben. Und ihr denkt, ihr habt das Ergebnis entspricht ganz euren Fähigkeiten. Erhöht die Produktivität um 25%. Erhöht die Produktivität der Betrieb Schlachterei bei der Warenherstellung in einer Siedlung. Ja, können wir ganz ehrlich mal oben abgeben, warum nicht? Ein bisschen was mit Items machen. Aber ganz ehrlich, da hätte ich lieber Geld gehabt. Auch wenn es vielleicht dann 2000 oder so gewesen wäre. Aber gut. Interessante Auswahl. Ich überlege tatsächlich noch einmal ein Schwertmeisterei oder wie das Zeug heißt zu bauen. Um nochmal ein bisschen dafür Geld zu generieren. Wisst ihr, wie ich meine?
Durch Kanonen und so, durch Schwertern und so kriegt man ja richtig viel Asche. Deswegen bauen wir noch eins. Kommt zum Erliegen. Mit ausbauen, genau. So. Was bauen wir eigentlich hier oben an? Auch eine wichtige Frage. Weil hier oben haben wir jetzt noch ein bisschen Platz, ne? Müssen wir mal spontan schauen. Ob wir dann doch wieder regional ein bisschen Most anbieten, einfach nur, weil wir es können. Aber so Grundrohstoffe generell sieht gerade ganz gut aus. Wein halten wir ein bisschen im Auge. Würze, alles kein Problem. Das heißt, die Häuser können auf jeden Fall weiter aufsteigen. Da sind auch noch einige möglich, Leute. Also ihr könnt auch ein bisschen schneller aufsteigen. So ist es nicht, ne? Gönnt euch doch einfach mal. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Für 110? Weiß ich nicht. So, und eigentlich möchte ich mich jetzt nebenbei schon mal um die Rosen, also um den Duft kümmern. Schauen wir mal. Genau, Rosenfruchtbarkeit hatten wir ja hier. Doch hier. Können wir dann theoretisch, ich weiß nicht, wie viel wir dafür brauchen. Den Platz lassen wir mal für Gewürze. Aber können wir theoretisch mal hier unten eine Reihe setzen. Warte mal. Ihr habt umfassendes Wissen über unsere Baukunst erlangt. Kann man dann hier Rosen bauen, würde ich sagen, ne? Hier so oben und unten. Fühlig. Also ich glaube, das kann man gut machen. Sollten wir auch nicht, wahrscheinlich nicht allzu viele gebrauchen, bin ich ganz ehrlich. Ups. Oh, weg damit. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, haben wir dafür noch eine Route irgendwie? Also können wir da noch irgendwas benutzen? Voll. Aha. Aber das macht er, ja, das macht er da. Der könnte auch Hosen mitnehmen, tendenziell, ne? So ist es nicht. Nimmt einmal Kerzen mit. Er könnte auch einmal Duft mitnehmen. Ein fairer Handel. Oder nur reduzierte Rosen. Ne, dann bauen wir hier direkt die Duftmischereien auf der Insel hier an. Das, denke ich, lohnt sich einfach zu sehr. Dann machen wir folgendes. Einladen. Gucken wir erstmal dann, wie viel da bei rumkommt. Warte mal, ich bin gerade blöd. Ne, Schürtatz ist hier oben. Das ist unsere Hauptinsel hier. Ja. Ne, dann heißt es, dass wir das hier ausladen. Okay, warte. Zack. Einladen. Aber wie gesagt, für Rosen jetzt gerade um so eine komplette neue Produktionslinie nochmal ranzuballern, das ist schon jetzt teuer, ehrlich gesagt. Zumal denn, weil wahrscheinlich die Gebäude auch nicht die günstigsten sind. Kann ich ein Item reingesetzt? Eigentlich nicht. Okay, dann nochmal jetzt. Ist auch schon direkt drin, perfekt. Dann kommen wir runter. Wir können mal generell auch vielleicht nochmal nach einer Aufgabe fragen. Herzlich willkommen. Es ist der Aufgabe, fahren Sie jetzt mit dem Schiff zum Konter von Lord Northburg oder wie auch immer der Dude heißt. Wir machen das mal mit dir, du bist auch geschützt. Wir machen das mit euch allen. Bin ich ganz ehrlich, da bin ich auch nochmal sicher. Sehr schön am Router. So, du verkaufst wieder Sachen oder wie? Je nachdem. Na komm, nochmal Gewürze, davon haben wir gerade ein paar übrig. Gönn mal Geld, bitte. Genau, genug Bauressourcen haben sie ja noch. Glas könnten wir einmal verkaufen. Was euer Herz Geschäft ist. Ein bisschen Geld gibt das halt auch. Und da können dann auch immer wieder Neues produziert werden. Was habt ihr zu vermelden? Ich bin froh, dass ihr euch dieser wichtigen Angelegenheit angenommen habt. Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Oh, warte. Könntet ihr mir dabei zur Hand gehen? Liefern Sie Folgendes zum Konto von Al-Azir, den Bericht. Ja. Machen wir das mal. Komm du einfach nochmal mit. Umfangreicher Aufgabestand da. Was gibt das eigentlich für riesige Ladekammer? Ich hoffe nicht, das ist die Belohnung insgesamt, weil dann ist das echt eine lasche Aufgabe gewesen, möchte ich meinen. Ich möchte hier die Moneten sehen, ja? Das Cash. Ist ja wohl klar. So, ich würde sagen, immer noch 450 im Minus, ne? Und andauernd müssen wir Sachen auffüllen hier. Boah. Das geht gerade schon gut aufs Konto. Alles auf dieser Welt ist toll. Nun weiß ich mehr über euch als 21.000. Das Ding ist, wenn ich jetzt eine neue Produktion anfange, wird das ganz schön teuer. Müsste erstmal gut mehr Geld verdienen. Oder bei plus minus null wenigstens sein. Zerstört ihre Siedlung. Ich sehe schon. Und ich habe auch keine Feuerwehr gebaut. Ich kluger Fuchs. Na, warte mal. Ganz... Warte mal. Hold up. Passt gerade so nicht, aber wir lassen es trotzdem mal da stehen. Ihr wisst ja, bei uns brennt es immer lichterloh.
des Öfteren. Er kommt aber nicht an. Weil er da 2 Kilometer nicht weiter fahren kann. Brauchen wir hier oben eins. Dann gib mal Gas, junger Mann. Deine Hilfe wird benötigt. So. Brauchen wir noch ein paar Häuser, oder? Danach! Wie will ich denn hier auch Geld irgendwie an... Geld ansammeln, wenn das hier andauernd die ganze Zeit fehlt? Das ist ja krass. Was ich gerade... Also, ihr seht es ja selber, wie viel ich gerade nachfüllen die ganze Zeit muss, ne? Das ist schon ein bisschen unnormal. Naja. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Vielleicht so, ja, was heißt, vielleicht sollen wir mehr verkaufen. Wir verkaufen ja gerade schon die ganze Zeit nebenbei. Folgendes. Steinbruch kommt ab sofort dann jetzt hier hin. Passt ja von der Größe her perfekt. So. Und jeder machen wir hat sonst erstmal so. Was er wollte. Bam. Neuer Marktplatz. Bauen wir da mal so jetzt einfach. Bis wohin wollten wir die machen, die Stadt? Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Ein bisschen. Die Hanfplantagen habe ich da gelassen. Ja, lass doch sonst einfach mal die Hanfplantagen nach oben jetzt hinmoven. Damit wir schön weiter Seile herstellen. Warte mal. Ja, warte. Das kriegen wir alles hin hier. Gar kein Problem. So, gibt es Steinstraßen hier. Ein bedeutsamer Auftrag, mit dem ich euch wie schön, dass man euch mit derlei Angelegenheiten betraut. Wow. Eure vergrößerte Ladekammern. Ich sag mal, so wie es ist, das war die Aufgabe, die umfangreiche. Ich bin irgendwie enttäuscht. Es ist eure Pflicht, oh, den Adel dieser Stadt zu unterstützen. Ergas, bitte Sie um Hilfe. Befehligen Sie eine Flotte aus folgenden Schiffen. Also ich brauche jetzt 5 Stück. Belohnung sind 51 Tonnen Gold. Die Aufgabe kannst du dir aber sonst wohin schmieren, sag ich mal. Ja, gar nicht hier, Mensch. Große Ladekammer können wir eins der Transportschiffe geben. Aber der Wahnsinn war das jetzt nicht. Eine Ladekammer, Junge, wo kommen wir denn da hin? Passt euer Herz auf ehrliche Geschäfte. Naja. So, ich war hier oben gerade im Gange. Ganz erstmal weg. Ja, oder auch doch nicht. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Würde ich einmal sonst kurz dahin. Wäre es immer so gebaut. Ja. Zack. Bleiben wir bei 3 Stück. Das scheint ja zu reichen gerade mit Hanf. Würde das auch nicht unbedingt jetzt erhöhen. Unnötigerweise. 3, 4. 1, 2, 3, 5. Machen wir dann hier das wieder hoch. Dann können wir nämlich das hier wieder abreißen. Und das auch einmal. Kommt's auch erstmal weg. Und das machen wir auch hier nochmal neu. Schön den Platz nutzen hier. Und dann bauen wir auch sogar noch Sachen selber einfach an. Wobei ich mir vorstellen kann, dass wir das früher oder später vielleicht doch wieder abreißen müssen, um die Kathedrale fertigzustellen. Wisst ihr, wie ich meine? Bisschen Sorge vor. Wegen, dass wir so vor Orte dann hier, also dass wir Häuser hier vor der Mauer platzieren müssen. Wäre ein bisschen untoll, aber ja gut. Na, kann man nicht viel machen. So, warte, ich habe einmal vergessen. So. Geht das auch einmal hier noch? So, wir machen hier. Machen wir hier. Wie viele Seilereien hatten wir jetzt im Endeffekt? 1 oder 2 noch? 2 Stück. Einer ihrer Betriebe stellt keine Wagen mehr hier. Machen wir die mal hier oben hin. Geht weiter. Nur auf der richtigen Seite hier. Das heißt, guck mal, da oben haben wir jetzt wieder mehr Platz uns geholt. Was sind das für Gebäude? Bücherei und Kanonen. Betriebe stellt keine Waren mehr her. Und dann haben wir da unser Viereck hier fertig. Na. So. Und einmal Kanonen. Aber davon sowieso nicht viele bauen werden, bauen wir das jetzt hier hin. Komm her. Wobei wir hätten noch einmal Kanonen theoretisch bauen können, ne? Weil so Schaden tut es ja letztendlich nicht. Naja. Vielleicht bauen wir da nochmal später was nach. Mal schauen. So, ihr könnt weg. Danke für eure jahrelangen Dienste. Aber die werden jetzt erstmal nicht mehr benötigt. Bam. Machen wir auch gleich nochmal ordentlich.
So, Mauer ziehen wir auch schon einmal durch, damit ich weiß, hier wo wie was. Cool, dass das funktioniert. Ihr müsst jetzt auch nochmal wieder ein Konto hin, ne, damit ich diese kleine Ecke wieder bebauen kann. Das ist immer das Gleiche. Ein Tour hätte ich auf jeden Fall auf der Seite trotzdessen auch gerne eigentlich. Um das so mittig ein bisschen. Ungefähr hier. Oh, da kann der Giovanni nur staunen, ne? Aber ich kann es ja auch ihm nicht verübeln. Wir drehen hier gerade schon gut auf, möchte ich meinen. So, weg mit dem Feldweg. Braucht keinen Mensch mehr. Das ist von gestern. So, das ist die Bärenhöhle. Weiß natürlich auch kurz ab. Machen wir so. So. Kommst du an, ne? Der kann auch keinen Meter rennen, ne? Also, dass die Reichweite auch so gering ist, ist ein bisschen weird, ne? Nun denn. Wenn es denn dann so geht. Schon viel besser. Nun kann die Arbeit beginnen. Zugang für Ressourcen, keine Ahnung, was der da redet. Haben wir auch einmal gebaut jetzt. Können wir jetzt auch hier einmal die Mauer schließen. War es auch vollständig einmal. Schön in die Bärenhöhle rein. Nein, ich habe keinen Stein mehr. Oh, Stein ist aber wichtig für Aufwerten. Übrigens kannst du dann jetzt die erhöhte Laderkammer. Warte. Neuer Erfolg zu teilen. Gönn doch. Die Details bleiben besser unter. Oh, schnell. Da. Wie geht das denn nicht? Warte. Müssen wir es so machen? Aha, okay. Wenn wir mal kurz oder liefern wir einmal ab, bitte. Und der fährt weiter, dann Büro. Sehr gut. So, nämlich. So, was kannst du jetzt verkaufen, Feines? Brot, oder? Komm, mal ein bisschen Brot hier. Ganz ehrlich, die Venezianer, die beziehen auch alle Rohstoffe einfach mal von uns, ne? Kann man ja mal so sagen. Und wir brauchen einmal Stein. Generell hätte ich mittlerweile gerne wieder ein neues Handelsschiff, was irgendwie frei verfügbar ist. Du, ne? Ja, du bist frei verfügbar. Also so ziemlich. Warte mal, Rosen, das hat viel gekostet, ne? War da dieses Gebäude oder ein Mosaik fließen, oder? Es gibt kein Bauvorhaben, das... 24 allerdings. Okay, folgendes. Du fährst einmal zurück. Ja, lieferst den Stuff halt einfach mal da erstmal ab. Eure Anweisung? Machen wir schon irgendwie alles. Der Rat alles auf dieser Welt. Geschäft. Und du holst ja mal Stein bitte von hier. So. Den Rosen können wir dann schon mal langsam anfangen. Geld sieht jetzt gar nicht mehr so bescheiden aus. Guck mal, das ist voll. Dann machen wir folgendes. Ihr wisst es. Zack. Jetzt sieht es ganz gut aus, aber jetzt sieht es wieder direkt scheiße aus. Zack. Minus 700. Es ist so dreckig.